Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer Folge von Let's Play Factorio. Ja, heute wollen wir mal diese Mauer hier mal fertigstellen. Und dann mal so gucken, was wir noch so alles machen können. So, den Öfen hier vorne fehlt Kohle. Das liegt wahrscheinlich daran, weil hier nicht genügend Kohle langkommt. Und ich dachte schon, dass ich in der letzten Folge das Kohleproblem gelöst hätte. Naja. Okay. Gut, ich gucke nochmal ganz kurz auf die Karte. Ich habe halt Angst, dass jetzt dann die dann auch bald kommen werden und uns hier angreifen, weil die werden hier oben langlaufen können. Und vielleicht haben die dann hier auch mal Bock, bis hier einmal außen rum zu laufen. Also weiß ich jetzt noch nicht so, ne? Muss ich dann mal gucken, wie es dann ist. So, aber jetzt erstmal nach der Mauer gucken, beziehungsweise nach dem fehlenden Mauerstück. Und nach der Forschung erstmal, das ist ganz wichtig. Sprengstoffbatterie, machen wir also die Batterie. Weil könnte ich auch das Wissenschaftspaket 3 dann auch machen. Susanna Flusset folgt mir jetzt auf Twitter, okay. Interessant. Ich glaube, das ist ein Fan von mir und sicher nicht irgendwie. Ne? Ist das, was ich meine? Das, was kennt durch jeder, der auf Twitter ist, einfach diese ganzen Spam-Accounts, die einem folgen, um irgendwie Eigenwerbung zu machen, glaube ich. Dass man ja eben auch folgt. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, ich glaube dafür, aber sicher bin ich jetzt auch gerade nicht. So, wir brauchen nochmal Ziegelsteine. Ja, das Problem ist, man braucht die hat 5 Zielsteine für so eine kleine popelige Wand, aber okay. Vor allem hat auch Steinwand anstatt Steinmauer, ne? Naja, ich beschwere mich jetzt mal nicht. Sondern ich gucke mal, wie ich am besten das Kohleproblem gelöst kriege. Okay, das Problem liegt gerade wieder beim Strom. Das ist nicht gut. Aber wir werden dann gerade angegriffen. Und das war's auch schon. Das ist jetzt auch durch. Ich lasse jetzt erstmal, damit jetzt hier mal die ganzen Fabriken mal nicht so viel arbeiten und alles nicht so viel arbeiten mussten dann. So, die haben mich ja wirklich Moon verbraucht, also kaum. Nicht mal ein Magazin, das heißt, es reicht ja wohl noch eine Zeit lang. Gut. Also müssen wir einmal gucken, dass der Stromverbrauch so niedrig wie möglich ist, dass man ist. Ja, die Radar, die möchte ich jetzt eigentlich noch arbeiten lassen, aber die Montagemaschinen, wenn die ja dann nichts mehr machen können, dann verbrauchen die auch nicht so viel Strom. Deswegen lässt das erstmal alles schon voll laufen. Und ja, mal gucken eigentlich, was wir so bräuchten noch für Solarstrom. Solarenergie, dafür brauchen wir noch fortgeschrittene Elektrotechnik. Ja, komm, wir brauchen gerade mal 40 Flaschen, hallo. Das geht doch extremst schnell hier mal eben durchgeballert. Ja, doch nicht so schnell ist, weil der Strom halt gerade fehlt, wie gesagt. Ich reiße hier mal ein paar Radare ab. Erstmal so kurzfristig. Dann sieht das Ganze schon mal viel, viel besser aus, wenn jetzt auch die Labore wieder gleich wegfallen, weil es gleich fertig ist, die Forschung. Dann sieht es nochmal besser aus. Ne. So, und jetzt sollte es genug Strom erst wieder sein. Perfekt. So, jetzt kann ich wieder anfangen, hier ein paar Radare wieder aufzustellen erstmal. Ich stelle jetzt aber nochmal ganz kurz alle auf. Weil lang brauchst du nicht mehr, dann haben die erstmal den ganzen Bereich hier, glaube ich, erforschen, die erforschen können. Das heißt, dieses Feld dort oben noch die drei dort unten müssen es sein. Tief 5, 6 hier und dann war es eigentlich auch schon. Ist ja auch gerade, wir haben so ein kleines Problemchen, weil ja halt nirgendwo auch Kohle in der Nähe direkt eben ist. Gut, da oben wäre Kohle, dann müssten wir halt hier diese beiden Würmer da mal noch entfernen. Und dann halt hier durch den Wald dann da nochmal eine größere Mauer ziehen. Beziehungsweise das Ganze nochmal extra absperren. Ich kann nochmal kurz hier schauen nach den Würmern. Ich habe ja mittlerweile auch eine kleine Rüstung und alles. Da vorne, da sind die. Das ist der eine.
Und da ist der andere. Oh, ich habe keine Moon mehr. Natürlich schlecht, aber ich denke, ihr habt gerade schon gesehen, es ist kein Problem, dass ich die mal ganz kurz noch zerstöre dort. Ich meine, das kann man schon so eine gegen eine MBG ausrichten, hallo. So, wir haben zum Glück hier unsere Moon-Fabrik hier vorne. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal genug Munition. Jedenfalls genug für diese kleinen popligen Würmer da. Ja, ich muss natürlich dann wahrscheinlich einiges dann wegholen, wenn ich das mir in Beschlag nehme, diese Kohlequelle. So, Wurm 1 ist down, Wurm 2 auch. Perfekt. So, die Würmer sind jetzt tot. Die Peter klingelt wahrscheinlich gleich an meine Haustür. Und jetzt gucke ich mal nach der Kohle. Die ist da vorne direkt. Ja, genau, hier ist die so mitten unter dem Wald. Da oben ist auch noch eine fette Kupfer. Das gefällt mir dann auch für die Zukunft ganz gut, denke ich. Ich glaube, ich könnte mal anfangen, dann langsam diesen ganzen Wald hier mal einzuzäunen schon mal. Und den schon mal so ein bisschen abzugrenzen. Wie sieht es eigentlich mit den Teslas aus? Den Teslen oder wie auch immer. Lasertürme, genau. Dafür bräuchte man auch noch Lasertechnik. Was eigentlich auch relativ schnell erforscht ist, aber ich warte jetzt einfach noch ein bisschen ab. Keep calm and YOLO. So, dann nehmen wir gleich noch ein bisschen mehr Steine. So, ein bisschen. Ja, jetzt wird es ja hier auch langsam, ich habe das Gefühl. Ich kann ja mal hier ganz frech dann einfach mal 50 Holz mal reinklatschen. Weil das ja genauso als Brennstoff funktioniert und dann. Ja. Damit hätte man wieder ein bisschen mehr Energie zusammenkommen. Wie sieht es denn dann aus mit Energie? Die ist immer noch nicht gedeckt. Das ist natürlich blöd. Auch wenn immer nicht mehr wenig Kohle reinläuft gerade. Aber alles da unten ist halt nicht mehr drin im Bereich. Das ist natürlich blöd. So, mal gucken. Wieder neue Steine auf jeden Fall. Das ist doch nice. So. Ohne hätten wir jetzt hier oben mal abgedichtet. Dann fehlt es natürlich hier vielleicht dann noch. Nein. So. Noch ein kleines Tor hier. So. Perfekt. Oh Gott, das qualmt hier gerade extremst. Wir sind ja noch mehr Alien-Dörfer, die wir halt bald auch erreichen. Aber das ist nicht mehr so voll im Bereich drin. Die Ausdruck ist so alles, aber da nicht. Das ist irgendwie strange. Naja, ich beschwere mich jetzt mal nicht. So. Ah ne, es geht jetzt auch noch weiter da. Was ich aber mache, ist mal hier unten, ganz unten nochmal einen aufzustellen. Weil, was ich dir nochmal zeigen kann, es gibt nicht immer so einen sichtbaren Bereich auf der Karte. So. Ohne Lampe kann ich auch nochmal hin. Hier vielleicht auch noch. So, und zwar ist der weiße Bereich der sichtbare Bereich. Und alles, was da ist, da sind wir dann die Alien Bewegung. Scheiße. Ja, wir sind die Alien Bewegung. Mitten in unser scheiß Ding hier rein, Alter. Damn. Hey, zum Glück sind die behindert komplett dumm, Alter. Ja, weil ich habe nicht durch die Türme drin stehen lassen. Das ist nämlich absichtlich gewesen.
Jetzt wollen die mich hier hin, die Fiete. Das Problem ist jetzt, kommen die noch von der Seite hinten, ne? Och nö, hoffentlich hat es jetzt hier nicht noch ein neues Elendorf gebildet. Shit. Brauchen auf jeden Fall erstmal ein paar Türme. Und wir können natürlich keine Türme leisten, ne? We need more Eisen. Schnell. Hier ist die Eisenkiste, genau. 5 neue Geschütztürme, das ist jetzt das Minimum. Oh Gott. Damn it. Ich baue jetzt erstmal dann hier vorne einen Geschützturm und dann. Ich sehe das Dorf ja nicht mal. Ah, da oben sehe ich es jetzt, okay. Ja, da oben ist jetzt das neue Dorf. Ich würde einfach sagen, wir machen das hier so dicht. Quer rüber. Weil ich möchte mir jetzt nicht noch mehr Platz wegnehmen hier, ne? Oh, das ist überhaupt nicht toll. Das gefällt mir jetzt gerade wieder gar nicht. Aber wir sind so wirklich direkt auf unsere ganze Industrieanlage gegangen, sondern schön fein säuberlich erstmal auf die Türme, was natürlich prima ist. Also finde ich wirklich klasse, wenn die. Die erleichtert mir schon ein bisschen das Leben dadurch, ne? Verteilt das mir so ein bisschen. Und jetzt kommt erstmal 20 rein in jeden. Da will ich jetzt hier erstmal bis auf Nummer sicher gehen. Das wäre dann natürlich auch noch mehr, dann wieder mehr Geschütztürme und alles. Jetzt sind wir gleich mit 20 auffüllen, dann sind noch mehr schon fertig. Die kann ich noch mit 10 auffüllen und hier so ein bisschen zwischenstellen dann noch. Ich hätte mal hier hinten noch einen hin. Und dann am besten dann hier vorne nochmal einen hin, wo ich dann jeweils nochmal 10 reinpacke. Also das wird sowieso alles in die Teste ersetzt irgendwann mal, deswegen. Ja, man kann jetzt natürlich auch noch so eine automatische Versorgung dafür bauen, dass ich jetzt die Fabrik hier überall anschließe und hier kilometerlange Förderbänder hier entlang lege überall. Aber das gefällt mir nicht die Lösung, ja. Genau. Ich baue jetzt mal hier ein Tor rein, schon mal direkt. Ja, gut, dafür fehlt mir jetzt Kupfer und keine Steinmauer. Hier nehmen wir auch noch ein paar Steine, die wir theoretisch auch noch nutzen könnten. Gut, und dann fühle ich mich jetzt gleich noch mal ein bisschen sicherer, dann doch. Weil dann müssen wir nur noch das hier unten zumachen, was jetzt dann wirklich nicht so das riesige Problem wäre. Und dann haben wir eigentlich gar keine Probleme mehr. Dann sind wir erstmal von allen Seiten safe. Which is nice. Oh, schon wieder eine neue. Das ist natürlich Luxus. So, ich habe Kupfer gebraucht, beziehungsweise gesucht, was whatever, ne? Ja, geschützte Köche jetzt natürlich machen das, aber hier ist nicht sagen sinnlos, aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, weil das dann einfach zu übertrieben wäre, glaube ich. Kohle wird schon wieder mehr produziert, aber es reicht halt einfach nicht aus, von der Menge her so. Das ist natürlich blöd jetzt so. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne mit dem Erdöl anfangen. Das Problem ist halt nur, ich habe mir so ziemlich alle Erdölquellen irgendwie schon mit Sachen überbaut. Okay, sollen wir jetzt wieder da reinsetzen und dann funktioniert das oder. Ja, sieht halt ein bisschen komisch aus, deswegen mal gucken, ob ich es noch rotieren kann. Schön. Gut, dann fühle ich mich schon gleich mal wieder in der Ecke sicherer auf jeden Fall. Gut. Ne, ich muss es halt erstmal noch zumachen, ne? Ist klar, aber trotzdem fühle ich mich schon mal sicherer. Dann kann ich halt oben auch noch gleich mal ein Radarturm mit in die Nähe setzen, damit wir hier mehr aktiven Bereich haben, den wir sehen können. So, dann hier schön alles natürlich nur mit Strom verbinden. Ha ja, das ist doch schön, wenn das alles so gerade hier ist und alles schön aufgeht. Ja, jetzt sind wir dieses Alien-Dorf, was mich auch sich jetzt neu gegründet hat eben.
Ist halt die Frage, ich denke mal nicht, dass die dort unten vorbeikommen, hier lang. Ich denke mal schon, dass die halt hier oben lang bleiben. Gut, die Mauer hier, die müssten wir bis weit nach oben versetzen, dann kriegen wir da ein paar Erdölquellen noch zusammen. Okay, die kommen halt eben mehr jetzt hier drüben noch lang. Was jetzt aber de facto nicht so das riesige Problem war. Hat jetzt auch absolut fast kaum Munition verbraucht. Da gebe ich dem mal noch ein bisschen mehr. Und dem jetzt hier auch noch mal ein bisschen mehr. Und dem jetzt hier einfach auch mal, weil das waren ja so die, die jetzt hier angegriffen haben. Und die sind ja mal schon blöd und laufen eigentlich auch immer die gleiche Route, deswegen. Warum soll ich mir dann Mühe machen und da jetzt ein krasses Verteidigungssystem ausdenken, ne? Aber wie gesagt, weil sie halt immer wieder neu gründen können, möchte ich halt schon alles soweit safe haben. Und nicht nur irgendwie so eine halbe Lösung dann am Ende haben. Genau. So, mehr Steine wäre jetzt noch nicht schlecht wieder. Beziehungsweise erstmal mehr Ziegelsteine, aber das geht nicht, weil wir haben keine Steine mehr. Das heißt, wir müssen nur noch Steine holen. Von hier oben. Genau, und der hat keine Kohle mehr, beziehungsweise kein Treibstoff einfach mehr. Und deswegen muss ich den jetzt einfach mal so ein bisschen befüllen, aber. Naja. Gut, hier unten die Kohle, die verteilt sich jetzt auch schon schön und das Ganze scheint wieder zu funktionieren. Das muss ich halt erstmal alles so aufstauen. Würde ich jetzt mal so sagen. Also ich glaube, die unten sind die ganze Zeit jetzt irgendwie so mega nervös und verwirrt. Und es sind auch richtig viele, was mich auch ein bisschen verwirrt, weil es einfach so ein wirklich extrem viele sind. Ja gut, die sind auch nur so halb da drin. Die krönt sich ja gerade richtig hier. Also das sind irgendwie relativ viele, ne? Da ist ja noch ein Dorf, das ist wahrscheinlich einfach ein riesiges Dorf. Da werden wahrscheinlich noch ein paar harte Zeiten auf uns zukommen, denke ich mal. Was ich jetzt da machen kann, ist diese eine Radarschüssel hier unten nochmal ein bisschen weiter dort in die Nähe stellen. Vielleicht direkt hier unten hin. Alter, das sind mal mega viele, ne? Ja gut, der dort oben ist jetzt gerade im Kampf verwickelt gewesen. Also es ist. Die gehen ja wahrscheinlich einfach so auf alles so rauf dort oben. Also es verteilt sich dort wahrscheinlich auf die ganze Mauer. Also mal ganz kurz zur Erklärung, ihr braucht keine Angst haben. Wenn es dort unten gelb blinkt, was heißt du, das, was in den Kampf verwickelt ist? Erst wenn es rot blinkt, dann wird es kriminell, weil dann halt Sachen dann auch wirklich beschädigt werden. Also nur beschädigt heißt aber nicht, dass da was kaputt gegangen ist, aber muss man natürlich dann immer trotzdem aufpassen. Das heißt natürlich dann direkt handeln. Während wenn es gelb blinkt, eigentlich alles noch im grünen Bereich ist. So, ich brauche halt jetzt mal eine etwas bessere Steinmauerproduktion, weil ich jetzt meine Verteidigung noch etwas besser aufbauen möchte. Und da spielen natürlich Steinmauern eine wichtige Rolle. Ah, es wird gerade hier drüben angegriffen. Das Wichtige ist, ich muss halt immer gucken, dass das alles genug Munition hat. Aber ich glaube, falls das keine Munition hat, dann blinkt es auch rot. Und es sind ja meistens noch mehr in der Nähe, also die haben alle 9 oder 10 noch, das passt eigentlich. Weil die halt eben kaum schießen müssen, weil die sich das alles gut aufteilen können. Genau. Ja, jetzt möchte ich mal hier hinten dann mal eine etwas bessere Steinmauerproduktion machen. Also Ziegelsteine, nicht direkt Steinmauern. Gut, dafür braucht es erstmal einen elektrischen Erzförderer. Oh, ich kann mir so direkt mehr 14 machen, ne? Das ist auf jeden Fall ordentlich. Ja gut, für den Ofen brauche ich jetzt Ziegelsteine und was möchte ich machen? Richtig, eine Produktion für Ziegelsteine. Guck mal hier so mitten rein, wo schön bis mehr verfügbar ist. So. Und das Ganze wird jetzt in eine Kiste reingepackt direkt. Jedenfalls in meinem Traum. 1, 2. So, das Ganze geht in die Kiste hier rein. Das Ganze geht dann von der Kiste aus schön in einen Ofen, der gerade noch nicht existiert.
Gut, ich muss jetzt erstmal die Stroh verbinden, dann kommen mir Steine von selber. Und wenn ich jetzt nämlich Steine habe, dann kann ich da nämlich auch schon mal Öfen bauen. Das sind halt nur die nicht so krassen Öfen, sondern nur die billigen Schmelzöfen hier. Aber trotz allem besser als nix. Gut, das Ganze brauche ich jetzt ja auch noch Holz, fällt mir gerade auf. Weil Lichtbogenöfen kann ich ja noch nicht machen, Mann. Das ist jetzt nach. Nee, geht noch nicht. Außer forsche das hier, weil das mache ich jetzt, glaube ich, einfach mal. Weil dann kriege ich nicht. Oder nein, halt, ich brech's ab, ich brech's ab, ich brech's ab, ich brech's lieber noch ab. Beziehungsweise abbrechen kann man sich deswegen. Erforsche ich jetzt nochmal was anderes, was vielleicht weniger Aufwand braucht. Oder komm, ich lasse das mal durchlaufen, das ist jetzt ja auch egal. So, und das Ganze soll dann noch eine Kiste kommen. Und das Ganze braucht jetzt auch am besten dann aus noch einer Kiste Brennstoff. Weil dann muss ich das alles nicht immer direkt nachfüllen, sondern hat dann eben immer von selber direkt mal Brennstoff. Und dafür nehme ich jetzt einfach mal nur Holz. Aber ich meine, hier gibt es ja genug Wald erstmal, den ich erroden kann. So, der Wald, der muss weg. Zack, geht zack, zack. Ich muss dann sowieso einen Haufen Wald dann holen, welcher die Kohlequelle dort erschließen will. Aber dafür brauche ich erstmal Stein. Das heißt, ich muss erstmal Wald holen, dass der Wald holen kann am Ende. Ist auch gut. Ich fahre mit erstmal 100 Baumstämme, das sollte fürs Erste nicht mehr reichen. Gut, also werden jetzt diese Folge und vor allem auch die nächsten Folgen wahrscheinlich erstmal etwas verteidigungslastiger. Also ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen meine gesamte Verteidigung mal ordentlich pimpen. Was halt auch erstmal wichtig ist. Weil wenn das alles nicht so funktioniert wie soll, dann merkt ihr sehr, wie es ist, denn sind auf einmal Maschinen der Aliens mitten in der Basis. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Irgendwas könnt ihr auch nachvollziehen, warum ich da nicht so viel Bock drauf habe, dass dann auf einmal die Mega Alien Surprise mitten in der Basis drin ist. Die haben jetzt noch nichts kaputt gemacht, weil die, wie gesagt, erstmal eben auf diese Verteidigungstürme gegangen sind, warum auch immer. Also, wenn ich ein Alien wäre, würde ich ja erstmal alles kaputt machen, wo ich schön in Ruhe kaputt machen kann, nicht erstmal die Verteidigung lang. Aber ich finde es ja nicht schlecht, es ist ja eigentlich gut gewesen, wie die es gemacht haben. Weil sonst wird es wahrscheinlich noch was kaputt oder sowas. Und sonst ist wahrscheinlich noch viel kaputt. Beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht so viel, weil ich ja relativ schnell auch zur Hilfe dann geeilt wäre. Aber es ist auf jeden Fall auch mal gut, dass ich die Türme dann noch in der Mitte stehen lassen habe. Gut, ich fahre jetzt gleich mal ein bisschen mehr. Die kann ich dort oben in die Kohlekiste reintun. Einfach damit da mal dann mal ein bisschen was auch ordentlich abgehen kann. Oh, die Stahlpicke ist gleich kaputt. Ich würde mal sagen, die mache ich ja noch kaputt, dann mache ich mir noch eine neue und dann beende ich ja nochmal die Folge. Oder wie lange hält die denn noch? 767 von 5000. Jetzt sind es 712. Okay, zum Glück ist nicht je nach, was man abbaut, so, keine Ahnung. Oder nach Item, was man kriegt, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie das Ganze gerechnet wird. Fakt ist, irgendwie wird es wahrscheinlich gerechnet. So, wahrscheinlich kommen die unten dann demnächst auch noch eine Reaktorline. Deswegen haue ich das hier unten auch mal weg alles. Ja, ich meine, muss ja sowieso irgendwann mal gemacht werden und dann können wir es auch jetzt machen, wo es sich direkt lohnt und auch einen Sinn hat im Direkten. Weil wir halt eben Brennstoff brauchen für all die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, ne? Gut, jetzt war es auch mit der Stahlpicke. Ja, ich kann zum Glück direkt noch eine neue machen, aber die habe ich noch nicht benutzt, liebe Freunde, sondern diese wird jetzt mal aufgehoben. Und jetzt kommt erstmal hier mega ultra viel Holz hier rein. So. Und jetzt wird ja alles schön aufgefüllt mit Holz. Das muss ich jetzt nochmal gehen, das Spektakel, wenn jetzt hier unten erstmal alles schön. What the fuck macht dieser Greifarm?
You mad, Bro? Hallo, ich setze einfach nochmal neu. Vielleicht war der einfach nur kaputt. Ich glaube, der kommt einfach nicht ran. Ne, rankommen sollte er eigentlich. Ich reiße es einfach ab und setze ihn einfach ein bisschen weiter nach oben. Und dann sehen wir, ob das das Problem war. Nein. Knapp. So, jetzt hol ich nochmal hier ein paar neue Fließbänder. Also was ich nicht kann, ist gut die Folge beenden, ne? Beziehungsweise sage ich beende die Folge, wenn die Folge auch wirklich beenden. Das ist das, was ich noch nicht so gut kann. Das tut mir aber auch leid, ne? Aber das Spiel macht einfach so viel Spaß. Und da will man noch das machen, dann kann man noch so ganz kurz das machen. Ja, jedenfalls funktioniert es mit dem Rausnehmen. Stopp. Der legt jedenfalls gerade auf die falsche Seite, was blöd ist. Halt. So, geht das so? Ja, das geht so. Und dann kommt auf der anderen Seite raus. Das ist zwar ein bisschen komisch auf den ersten Blick. Aber okay. So, und jetzt sollte sich hoffentlich endlich mal ein bisschen noch aufstauen. Yay, das ist hier unten sowieso schon alles von selber aufgestaut. Und jetzt staut sich noch so ein bisschen Holz mit dazwischen, weil das ist eigentlich auch so gedacht, dass sich hier unten alles aufstaut. Ja, die Produktion, die ist auch gerade auf dem Tiefpunkt einfach, weil. Warum eigentlich? Muss ich mir Sorgen machen? Na gut, weil gerade nichts erforsche, weil gerade hier auch nicht so viel produziert wird überall, weil es ja alles voll ist. Und ja, hier oben hat anscheinend irgendein kluger Mensch hier was abgerissen, deswegen das nicht funktioniert. Großer Applaus dafür, aber das war's jetzt auch von dieser Folge von Let's Play Factorio, würde ich auch mal sagen. Bis zur nächsten Folge, dann macht's gut, stay tuned, euer Lukas.